Ferdinand Feldhofer zurück beim SK Rapid. Wie war der erste Arbeitstag, die ersten Stunden in Hütteldorf als Cheftrainer? Ja, intensiv, aber sehr angenehm. Also es ist vor allem gegangen, sich kennenzulernen, sich zu beschnuppern, Gespräche zu führen und dann natürlich die Einheit auf dem Platz. War jetzt nichts Spektakuläres, nur ein Tag nach dem Spiel, aber ja, macht nichts, war einfach ein gutes Gefühl und schön, wieder bekannte Gesichter zu treffen. Wie groß ist bei dir jetzt die Vorfreude auf diese neue Herausforderung beim SK Rapid? Ja, also da ist schon das Feuer lodert und eine riesengroße Vorfreude da. Und ja, ich kann es wirklich kaum erwarten, bis das erste Spiel da ist. Erstes Spiel ist gleich das Wiener Derby. Wie schaut bis dahin jetzt die Vorbereitung auf dieses Spiel aus? Wie werden die nächsten Tage generell ausschauen? Ja, nichts Ungewöhnliches, also normales Prozedere. Wir werden natürlich jetzt nichts Großartiges ändern. Das wäre ja kompletter Schwachsinn. Im Gegenteil, wir werden einfach unterstützend da sein. Ich werde Inputs einbringen. Du hast deinen Co-Trainer mitgebracht nach Hütteldorf. Beschreibe ihm ganz kurz, warum? Ja, weil er einfach gleich denkt wie ich, weil wir sehr lange zusammenarbeiten und uns blind vertrauen können.